Aber die wenigsten haben darüber gesprochen. Mhm. Nicht? Ja. Wenn sie gewusst haben. Nicht? Also ich, aber dann war das für uns, so war das so, die ganze nationalsozialistische Vergangenheit war ja, wurde ja für uns, wir waren ja alle noch aufgezogen in dieser ganzen Denkweise der Nazis. Wir waren ja doch schon infiziert. Und bis wir da wieder also klar kamen, rauskamen, das waren, man muss sich dann vorstellen, als wir die Schule wieder begann, da wurde dann bis zu meinem Abitur wurde nie über Zeitgeschichte gesprochen. Das war kein Thema, weil die Lehrer zum großen Teil noch die gleichen waren. Das habe ich auch erlebt. Ich habe auch, weil ich bin nach dem Krieg aufgewachsen und da in der Schule beispielsweise, ich bin Simone, nach Simone de Beauvoir getauft worden. Und als ich dann in der Schule sagte, ich heiße Simone, hat der Lehrer gesagt, du bist in Deutschland und deshalb heißt du Simone. Da habe ich gesagt, nein, ich heiße Simone. Dann hat er mich in die Ecke gestellt. Dann haben meine Eltern natürlich gesagt, das ist ein ehemaliger Nazi, natürlich. Und das Thema in der Geschichte, die Nazi-Zeit wurde ausgeklammert. Die gab es nicht. Ja. Das gab die Mittelalter, alles wurde erklärt. Griechen, alles. Ja. Aber die Nazi-Zeit existierte nicht. Und man muss natürlich jetzt auch dazu sagen, ich hatte in meiner Umgebung, meine Mutter war total unpolitisch, das war eine Arbeiterin, sie hat gearbeitet. Und also es war auch niemand da, der uns privat jetzt aufgeklärt hätte. Ja. Der gesagt hätte, da musste man schon selber, ich habe damals selber mir die ersten Bücher besorgt über den Nationalsozialismus. Ich erinnere mich noch an Kogon, zum Beispiel den SS-Staat und so weiter, das ist alles, das musste man sich heimlich sozusagen aneignen. Ja, ja. Und das kam nicht von der Schule. Ja, nicht? Ja. Aber was sagen Sie jetzt dazu, weil dass jetzt beispielsweise die AfD existiert, dass es... Nun waren damals natürlich, als ich das alles erfuhr, das war für mich auch ein ganz großer Bruch, auch eine Einsicht und auch dann natürlich auch hat sich ein Wissen bei mir, eine Gewissheit ausgebildet, das wird nie wieder passieren. Das kann nie wieder passieren. Die Menschen können so dumm nicht sein, das nochmal passieren zu lassen. Ich habe also nie geglaubt an Neonazismus. Da habe ich nie geglaubt. Ich habe gesagt, das kann es nicht mehr geben. Mhm.